Die Polizei führt den 29-jährigen Tunesier ab. Sein Gesicht versteckt er unter einer Spuckhaube. Auch seine hochschwangere Frau wird in Gewahrsam genommen. Zu diesem Zeitpunkt befinden sich 4 Kinder in dessen Wohnung. Dann rücken Spezialeinheiten zur Erkennung und Bekämpfung chemischer Waffen im Kölner Problembezirk Chorweiler an. In der Wohnung werden unbekannte Substanzen gefunden. Die Polizei vermutet toxische Stoffe. Uns als örtlich zuständige Polizei war es sehr wichtig, hier natürlich schnell zu agieren, bevor es womöglich zu einem Schaden kommt. Das heißt, wir haben uns hier schnell für einen Zugriff entschieden, was dann dazu führte, dass wir diese beiden Menschen in Gewahrsam genommen haben. Mit Gasmasken und den Schutzanzügen sind die Spezialkräfte der sogenannten analytischen Taskforce im Einsatz, untersuchen die Substanzen. Das 15-stöckige Hochhaus wird abgesperrt. Auch eine benachbarte Wohnung wird durchsucht, in der der Tunesier vorher gewohnt haben soll. Die Familie musste angeblich wegen eines Wasserschadens innerhalb des Blockes umziehen. Auch die Anwohner sind geschockt. Der wurde schon mal hier verhaftet, war Polizei hier. Sollte er 12 Tage die Wohnung verlassen, da stand er unten. Und dann habe ich den noch beruhigt, dass der keinen Krach macht, dass er gehen sollte, bitte. Wegen die Kinder alleine schon. Dann ist er gegangen. Der hat immer die Frau geschlagen. Die deutsche Frau des 29-Jährigen soll für ihn zum Islam konvertiert sein. Die Kinder werden derzeit vom Jugendamt betreut.